Achso, nee, das ist, hat er sein eigenes Klebeding. Heute, was geht ab, Leute? Hier? Später Start zum Daily Vlog. Schon Banks. Was geht, Leute? Was geht, Mann? Ich hab euch vermisst, Mann. Ambiente, Deko. Heute wird wieder richtig Saft gestreamt. Ich baue jetzt alles auf. Hier mit LEDs und so. Weil, oh, ich habe gelernt, ohne LEDs geht gar nichts. Geht gar nichts. Schon Börbe an. Ganzer Vorhang voller LEDs. Ja, Mann, richtig süß. Sweet. Folgt alle Börbe. Okay. Unterstützt sie. Unterstützt sie echt, Mann. Top Streamer gehen im Gegensatz zu uns. Ich will auch immer sie raiden, aber sie gibt immer früher auf. Ja, ja. Sehr fleißig, immer am Start, jeden Tag, fast jeden Tag, mindestens 6 Stunden. Einmal Minimum eine Shisha am Tag, Alter. Schon der Show, Mann. Steht gerne schön auf. Und das Twitch-Logo gezeigt hat in die Follower-Wand. Der erste Follower, der es drauf geschafft hat, auf die neue Wand. Eins von beiden, suchst du dir aus. Und ich so, ja, okay, dann spritze halt. Ja, also hast du doch genommen. Also hast du doch genommen. Ja, ich musste dann nehmen. Ja, Digga, was ist das für eine Story dann? Ey, ich hab gesagt, ich wollte ohne nehmen. Ja, du, oh mein Gott, was ist das für eine Story? Alter, ich bin Analyst schon echt richtig gelogen gerade. Ja, aber richtig gelogen. Ich hab doch gesagt, richtig. Chong erzählt zur Story. Er lässt gute Behandlung ohne irgendwas. Und dann, Ende der Geschichte, er musste doch nehmen. Richtiger Schock. Okay, was war das für eine Story? Ich kann dir wieder was glauben. Ja, ich wollte, ich hab mir gesagt, machst du auch? Erste Donuts erstmal. Besser als Karamell. Walnuts. Das fühlt sich krass. Glaub mir. Das sagt dir Mama auch nicht. Lidl, beste Donuts. Wir haben noch ein bisschen hier unsere Kondensmilch, oder? Und dann gibt's geilen Karamell. Und den krassen Bubble Teas. Müssen wir uns beeilen für Tati. Er kann es kaum abwarten. Die sind hier nicht mehr safe. Er hätte es gehypt, Mann. Erzähl von diesem Schoko Coco. Komisches Zeug. Sorry. Also ganz ehrlich, der erste Blick, Eistee, Coco Schoko, klingt, passt nicht, oder? Passt wir nicht. Haben echt ein paar geschrieben auf Insta, dass der krass sein soll. Ja, aber vom Hören kann es gar nicht klappen, oder? Also so vom Ding, aber schauen wir mal, ich bin gespannt. Ja, und oder, kann das klappen, Bubblegum? Oder das hier, ja? Bubblegum als so ein Chip, oder? Also bei den anderen ist ja klar, so, das geht ja einiger, aber das, Bubblegum. Bin echt gespannt, ist mal ohne Scheiß. Wahnsinn. Bubblegum. Schon mal schon losgelegt. Glasur ist da. Oh mein Gott, das sieht echt krass aus, Mann. Alter, schnell, Jungs, das ist krank. Ja, Mann, Popas waren echt krass, Mann. Diese Joghurt-Popas waren viel zu krass, Mann. Das ist der ultimative T-Shirt. Junge, ich nehme sogar den mit den Fetten hier, Alter. Alter, was ist das, Mann? Das ist purer Zucker, Alter. Joghurt-Bobas. Ich bin richtig krank. Ah. Lidl-Donuts, Kondensmilch, alles in den Mund. Joghurt-Bobas. Alles in den Mund. Einfach oh direkt Gott. Rein, einfach direkt oh rein. Gott, Alter. Direkt rein, Jungs. Okay. Oh mein Gott. Wir machen unseren eigenen Donut dann auf, Leute. Zeig mal. Es ist zu spät, oder? Schon hättest du in die Kamera zeigen müssen, Mann. Wir haben es auf YouTube. Ich glaube, der wird Überraschung. Der wird der neue Hit. Den werden wir den ganzen Sommer jetzt trinken. Ich würde alle Kapi-Eistees jetzt ersetzen mit dem. Zitrone Standard. Mr. Zitrone, komm. Also riecht schon mal nach Zitrone, Jungs. Ja, jetzt übertreib sie. Oh nee, ist gut. Einfach trinken, oder? Ich weiß nicht, wie schmeckt wie der Zitrone ist, den ich davor getrunken habe. Echt? Besonderes dran bisher. Also Farbe ist schon relativ dunkel, oder? Kann das sein? Schmeckt nicht schlecht. Das geht. Also die Farbe ist doch relativ dunkel, oder? Schmeckt nicht schlecht. Aber sehr dunkel. Aber? Sehr dunkel. Der Eistee ist nicht so erfrischend. Schon gut.
Der ist nicht schlecht, aber der ist nicht so ganz erfrischend. Ja, aber es soll ja warm ist. Ist ja egal. Ich finde ihn schon gut. Der schmeckt schon gut, Mann. Der ist echt gut, Mann. Ich finde ihn schon sehr gut, Leute. Ja, du hast das beste Glas dafür. Deswegen habe ich es ja genommen, oder? Boah, also Honigmelone ist Killer. Aber der ist echt geil, Mann. Aber nicht nach Banane. Ist Killer? Nein, nein. Nein, Mann. Der ist voll nach Banane. Honigmelone. Killer, Mann. Der ist echt gut. Killer, der ist echt Killer. Krass. Ich glaube, mit Eis und so, echt krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So richtig frisch. Soft, Digga. Echt wiedererkennungswert. Ist gut, Mann. Sehr lecker. Ja, echt. Mhm. Aber jetzt auch nicht wow oder so. Aber lecker. Aber ich kann schon trinken. Kommt schon nah ran. Ich würde lieber den kaufen, anstatt Zitrone zum Beispiel. Ja, okay, das ist gut, ja. Der ist sehr gut. Der hat was, der hat Potenzial, ja. Ja, der hat echt was. Ja. Bubble Gum. Ich glaub, der war. Oh mein Gott, die Farbe schaut ja nicht. Der ist okay. Künstlich geil, amerikanisch. Bei mir nur ganz wenig kennen. Alter. Oh mein Gott, das ist doch nicht ganz wenig, was? Voll abtauchen. Oh nee, der ist zu westlich, ja. Stimmt. Ich weiß nicht, mir taugt der nicht. Taugt der auch nicht so. Nee, nicht so weiß. Nicht gut. Aber ich kenne den schon. Echt nicht so weit. Ich will es nur trinken, wenn ich nur noch Wasser zu Hause habe. Aber das ist doch nicht Bubblegum, oder? Doch. Ist Bubblegum? Ja, aber so komisch leicht irgendwie. Ja, voll leicht. Schmeckt wie ein Kaugummi, den du schon da hast. Ja, schon ja. Ja, geh! Oh, der ist gut beschrieben. Ja, Mann. Ja. Kommst du noch so viel? Coco Schoko, Alter, das ist... Aber auch, das ist auch eine andere Verpackung, ne? Ja. Das war wenigstens Schokomilch, oder? Muss man den noch schütteln eigentlich? Schütteln wir nicht. Oh mein Gott, durchsichtig! Was? Oh mein Gott! Warte, schon rein! Wie geht das denn? Hast du gar nicht geschüttelt? Nee. Muss man gar nicht. Ja, aber ist doch ein Eistee, Mann! Das ist Eistee, muss nicht schütteln. Das ist kein Kakao, Leute. Ja! Boah, Schuhschreiner! Übertreib! Haut's rein, Freunde, Alter! Er ist ein Schürfel zu Schoko, Alter! Junge, haut's rein! Boah, das riecht schon ernst, Alter. Ich glaub, der wird schon geil. Ich glaube, der ist echt gut. Ey, Jungs, oder? Das ist ihr Top, wüsste wir schon. Ich glaube, der ist echt gut, Mann. Ja, der riecht echt geil, Mann. Ich glaube, der ist schon gut, Mann. Boah, der riecht krass. Der riecht ein bisschen wie Bounty. Okay, das schmeckt oh echt. Oh mein Gott, Bounty, ja. Das ist echt so. Der krass, ja. Boah, wow, der schmeckt gut, Alter. Also, mir taugt der. Mhm. Hey, der schmeckt echt geil, Mann. Der schmeckt gut. Der schmeckt echt geil. Aber ist schon kein Eistee, oder? Aber ist doch kein Eistee, oder? Ich weiß nicht. Aber würdest du da. Würdest also, ich finde den auch gut. Als Eistee jetzt ich so. Den, der hat kann auch was. Der kann echt was. Weiß nicht. So ja, ein Kokos. Aber es gibt auch. Aber es gibt auch normale Tees. Nee, zum Müller, dein Fazit. So, ja. So. Also, eigentlich. Ja, der ist echt krass, Mann. Ich meine, es ist nicht ätzend. Aber ich glaube, wenn er aber kalt ist, nicht ist er noch geiler. Kann sein, ja. Also, ich glaube, wenn er auch eisgekühlt ist, glaube ich, noch geiler. Vor allem. Aber wenig Schokoladegeschmack, gell? Hasse ich Schokolade. Ich esse Schokolade nie, außer weiße Schokolade. Schweizer Schokolade. Schweizer Schokolade. Da hat die Leute noch. Überraschenderweise echt gut, Mann. Da steht es. Ich sehe nur, ganz ehrlich, Mann, es schmeckt gar nicht so krass nach Coco. Gar nicht. Aber es schmeckt krass. Doch, es schmeckt gut. Also nicht zu. Okay, warte. Ja, schmeckt nach einem Energy Drink. Aber nicht zu süß. Nicht zu süß, ja. Ich hab. Was? Das ist normaler Energy Drink. Normaler Energy Drink. Kannst du mal easy. Könnt ihr mal ins Glas geben? Nee, passt schon, nee. Der trinkt auch. Der andere schmeckt. Ich lass die Runde aus. Aber ich muss sagen. Der andere hat krassen Geschmack. Also, aber ich muss sagen, der hat viel Kohlensäure. Weißt du, so. Der ist. Weniger. Also, weißt du, was ich meine? So mehr Kohlensäure hat er einfach. Also, ich finde ihn nicht schlecht. Also, spritzig. Also, sprudelig. Sprudelig. Nee, hab die nicht, Sascha. Kein okay, der ist echt gut. Den musst du auch drin. Bist du soweit? Nee. Bist du soweit? Schau mal an! Schau mal, das ist sogar grün, Alter. Alter, der schaut echt. Aber hier ist auch noch einer. Trink den. Ist das Minze oder was? Ja. Ja, schön an. Das ist Minze, Mann. Boah, ich will nicht mehr testen. Der schaut nicht mehr. Der schaut richtig geil. Chill Mint, Alter. Wodka ist richtig geil, Mann. Der kann, ja. Monster, Alter. Also von der Farbe her schon geil, Mann. Ja, ja, stark. Wie als ob ich im Minzfeld bin. Ja, ja, hab ich auch gesagt. Tschüss, Mann. Ich schwöre, das schmeckt wie ein bisschen Mojito. Boah, der ist sowieso probiert. Oh mein Gott. Also das schmeckt echt wie Mojito. Der ist ganz gut, Mann. Der ist echt gut, Mann. Aber der schmeckt nicht nach Energy, sondern einfach nach Minze. So Minzgetränk, Alter. Wo ist der? Mit Shisha schon geil, Mann. Die ist sehr gut. Der ist echt gut. Ja, eigene Shisha-Bar, verkauft man auch Donuts, ja. Mit Ding, Bubble Tea, unseren eigenen. Also
Also die Energy Drinks sind erfrischender, finde ich. Also Alter, nicht so. Ich finde einer der, wie der geil schmeckt der? Schmeckt so geil, grünlich, kräutig. Aber der schmeckt doch nicht nach Energy, oder? Nicht so, doch auch. Aber ich finde, das ist nicht so süß, aber der schmeckt einfach erfrischend. Ja, ja, geht mehr eigentlich sogar Richtung Limonade eigentlich. Mhm. Da war doch was Energy. Ja, so Eis, so sprudelig, ernst lecker. Frische Minze drauf und so. Alter, der schmeckt echt geil. Ernst geil. Oder auch so eine Scheibe. Okay, schau. Ernst lecker. Den als letztes. Auf jeden Fall. Den als vorletztes. Und da juckt's mich nicht. Freunde. Jalapeno Cheese. Ich glaube, wir essen einen. Das sind fünf Dinger. Okay, okay. Jeder ist einen. Was ist das jetzt? Ich esse den Rest. Jalapeno. Was ist Jalapeno? Das ist Jalapeno Cheese. Boah, das riecht nach Jalapeno. Boah, das riecht heftig. Riech mal dran. Gut. Komm mal her, ich hab keinen. Komm mal her. Kann man essen. Geht schon. Na, also. Knusprig ist es nicht so. Es soll ja auch nicht knusprig sein. Doch. Ja? Wenn der ein bisschen Fischer wäre. Der schmeckt leicht, als ob er nicht mehr so Fisch ist, wie beim Kuchen. Ja, genau. Das soll eigentlich ein bisschen besser sein. Das ist so zwei Tage schon offen gewesen. Mit der heute. Ja, genau. Aber geschmacklich. Aber ist es normal? Ja, ich finde die Konsistenz so seltsam. Ein bisschen das Essen. Das ist so. Ja, aber wir haben ja gerade aufgemacht, Mann. Kann es sein? Ja, für dich ist auch der 2 Millionen Gewinnchip nicht scharf, Mann. Ja, okay, echt scharf. Aber echt scharf. Was ist das für Geschmack? Ja, scharf oder so. Salsa. Salsa? Ja, schon ein bisschen besser. Aber Die Konsistenz ist immer besser jetzt. Ist okay. Ja. Ist okay. Also ich finde die Konsistenz echt komisch. Salsa schmeckt echt gut, Mann. Ja, ich finde die Konsistenz komisch. Aber das ist der Geschmack ist wie, wenn du frisch im Kino sitzt und dann die Nachos in Salz aufhörst. Ja, schmeckt genauso. Nicht so geil. Schon geht das so nett, Mann. Also ich finde die Konsistenz echt komisch. Ja, wenn die Konsistenz von Erdnussflips hätten. Boah, das ist gut. Ja, das wäre krass. Jetzt krass. Oh mein Gott, wie seht ihr denn mit Züge? Jetzt noch schnell ins Spiegel, Alter. Alter. Vielleicht wurde man auf die in der Pfanne mit den Eier. Das wollen wir uns nicht vorstellen, Leute. Yanchu, schauen wir mal. Yanchu schreibt, Sucuk schmeckt echt schlecht. Oh mein Gott. Sorry. Ich will nicht spoilern. Direkt tot, Mann. Ich schmeckt uns auch schlecht, aber danke. Scheiße. Okay, die erste echt voll selten Sucuk, Mann. Ich bin gespannt. Marie, tut mir echt nach Sucuk. Boah, Mann. Ernst, okay, krass. Nee, oder? Nee. Boah. Nee, Mann. Da musst du selbst ein bisschen zu heftig. Was sagst du, Steve? Boah. Das sagt so schlecht, dass ich aufhören zu lachen. Ja, okay. Der andere ist schlecht. Ja. Schon sehr sauer, gell, irgendwie. Aber der ist aber auch scharf, gell? Das ist sowas mit die Essen. So, jetzt kommen die, so die Schweine, ey. Jetzt kommen die krassesten Leute. Das wäre so schlecht. Jungs, jetzt kommen die krassesten, Mann. Gespannt, oh mein Gott, sind. Also der Geruch ist schon mal anders. Der Geruch ist schon mal nicht sehr lecker. Oder? Fazit noch zu den Dingern. Es gab noch hier, dann wurde es gecuttet, da ist Akku leider leer gegangen. Das war noch das Fazit zu denen. Bubblegum. Schmeckt mir gar nicht. Wie schmecken die, wie diese, was gab es früher? Diese, keine Ahnung, aber halt süß, also die gehen gar nicht, Mann. Die gehen echt gar nicht. Was sagst du so allgemein zu Four Girls? Ich finde es echt gut. Also ich habe diesen einen Eistee, Honey Lemon Ends lecker. Ja. Ich finde die Energy Drinks... Honey Melon, Jungs, Melon. Meine ich ja, Entschuldigung. Ends lecker. Ich finde die Energy Drinks sehr, sehr lecker. Besonders auf jeden Fall den. Minze. Okay, der sieht da. Minze, ja, sehr lecker. Und von den Dingern hier, wenn dann wirklich die anderen zwei Sorten, die ich aufgegessen habe, die waren echt gut, Mann. Aber das hier, die zwei... Nicht so wirklich, ja. Aber Design ist cool. Es geht ab, Leute. Egal, wie die Gesetze sind. Okay, okay. Four Bros. Pop-Dings mit Kondensmilch. Ja. Singapur mega kryptofreundlich und so. Ja, ja. Ist jetzt auch eigentlich. Ja. Kann natürlich immer was passieren, aber verglichen mit der anderen Welt und so. Ja, aber auf jeden Fall so besser, dass es nie probiert wird. Das ist ja, kann man nicht machen. Viel krasser. Das bleibt immer übrig. Ich bin K.O. Langsam werde ich zu alt dafür. Ich gehe jetzt erstmal Spitze Wirtschaft frühstücken. Das seht ihr aber dann im Samstagsvlog. Kurz geht raus an die
erstmal einen Chong für die neue Follower-Tafelwand. An die Subs und Follower. Sujuk kann man nicht empfehlen. Das ist sogar schlechter als Bubblegum. Hätte ich echt nicht erwartet. Von den Eistee gab es zwei Top. Die sind noch fast voll, also das hat die Leute nicht gejuckt. Ganz normal Eistee, Zitrone und Bubblegum, nicht unser Geschmack. Aber Coco, Schoko und Honey Melon krank, die kommen ins Sortiment. Das war's von uns heute und von alles von 4Bros testen. Kuss geht raus an 4Bros. Ihr habt ein paar gute Produkte, ein paar nicht so geile Produkte, aber ist alles Geschmackssache. Ich habe gerne unten in den Kommentaren, ob ihr 4Bros feiert, was ihr davon feiert. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt uns auf Instagram, Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Ziemlich regelmäßig. Ich bin stolz auf alle. Und ihr wisst Bescheid. Investiert in Bitcoin, Cashflow generieren, DeFi. Das war's von uns. Ciao.